Hallo YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video. Pünktlich um 11 Uhr am Sonntag. Wir gehen rein in Papadeutsche Memes 11 und let's go. Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. Wichtig und richtig. Jedes Mal, wenn ich mit Baba Hausaufgaben gemacht habe. Fühle ich. Was soll das? Lass schön, bring das hinter uns. Kleingeld gefällig. Kann halt so mit FIFA 0 anfangen. Gar nichts. Nie gespielt und wird das, glaube ich, auch nie. Scheiße. Geht mir bestimmt fremd, die Jungs und ich. Wenn mein Vater vor meinen Freunden cool sein möchte. Endlich, ich lerne neue Wörter kennen. Kennst du Omegalul? Kennst du das? Omegalul? Omegalul oder oh, Megalul? Was ist das? Mein Handy, sobald ich eine Freundin habe. Der Bruder hat Todesangst. Der hat Panik. Der hat irgendwas geschrieben. Schlecht. Echt schlecht. Oh mein Gott, das war sein Passwort. So ein Typ, Alter. Ja. Wie mein Leben momentan so läuft. Wenn es 3 Uhr nachts ist und jeder im Haus schläft. Oder halt dieses fette, laute Türen quietschen immer, ey. Heftig. Oder die Boden, der Boden, ey. Echt geil. Echt gut gemacht. Wenn ich endlich mein erstes unterbezahltes Ausbildungsgehalt bekommen habe. Ja. Alles klar. Mein Cousin heiratet heute und ich darf der Trauzeuge sein, der die Ringe übergibt. Geh aus dein Grasch. Mach jetzt bloß nichts Peinliches. Ach so. Scheiße. Wir haben eine Musikbox in der Decke versteckt. 5 Minuten später im Unterricht. Neulich im Zoo. Hier. Ich glaube, das war so ein Familientreffen, kann das sein? Ein
krasser Lifehack für euren Morgenkaffee. Danke. Walla, der kommt, Jungs. Walla, der kommt. Walla, der kommt. Der kommt, der kommt. Der kommt. Ich nach der ersten Stunde Mathe. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich muss, aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte. Oh, ich weiß es nicht. Das stimmt. Story von Mädchen, wenn sie essen gehen. Guck mal, Denny. Ich glaube, seine Freundin hat sich abgeschminkt. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, köcheln in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Alte Fresse! Alte Fresse! Mein Cousin heiratet in ein paar Tagen. Oh, Alter, ist die fliegen gegangen, ey. Cousin heiratet in ein paar Tagen. Wir waren mit ihm einen Anzug kaufen und das passierte. My boy in here getting fitted for my wedding. You know what I mean? That's what I'm talking about. You know what I mean? Scheiße. Wie mein Vater meine Mutter damals beeindruckt hat. Die, die am schnellsten sind, haben die Chance. Holt euch am besten sogar noch zwei und macht Plus damit. Dieser Hype ist unglaublich. Ich will nicht wissen, für wie viel das verkauft wird. So viele von euch haben gesagt, ihr schätzt es auf 150 Euro. Das ist sogar fair, wenn es 150 kostet. Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit? Oder ist es nur unser... Worüber geht es da überhaupt? Ich verfolge sie nicht und... Naja. Naja, suspekt. Fantasie. Ja, 150 Euro, ich merk's, okay. Es geht um Labe, alles klar. Ach, der gute alte Commander Krieger. Immer gerne geguckt. Alright, first we're gonna butter these pieces of bread. Okay, now we're gonna toss these in a hot pan. We're gonna crack a couple eggs on the side, like, now we're gonna add in some a little bit of, now we're gonna add some bacon, fill in that this space is, we're actually not gonna flip that hell, we're actually just gonna put a top on top for a couple minutes, I'll be back. Okay, I think it's done now. Sieht geil aus, sieht echt geil aus. God damn, man, what the fuck? Ich sollte eigentlich lernen, auch ich 8 Stunden vor der Arbeit. Immer, immer. Auch während der Arbeit. Oh Mann. Ja, danke Baba Memes für das gute Video. Lasst ihm gerne ein Like da, gerne auch, und abonniert ihn und mich. Damit wünsche ich euch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Ciao, ciao.